Wann hört dieser Wahnsinn eigentlich auf? Wo führt das noch hin? Phoenix Hagen macht einen weiteren wichtigen Schritt in die Playoffs. 95-85, die Neckar-Riesen aus Ludwigsburg nach 4 Vierteln, ein Kopf kürzer. Dank einer starken Defense und dem ein oder anderen schönen Dreier. Ich möchte Ingo und der Hagener Mannschaft gratulieren für einen verdienten Sieg. Wir haben 22 Turnovers gehabt und ich glaube, das war der Schlüssel zu unserem Misserfolg. Aber ich muss Credit geben zu Ingo und seiner Mannschaft. Die spielen mit unglaublicher Energie. John Patrick über den großen Hagener Kampfgeist, die pralle Basketball-Power, die auch mal wieder BVB-Profis anlockt. Patrick Ovomoyela und Sebastian Kehl wollen den Adrenalinspiegel hochhalten nach dem Champions-League-Wahnsinn gegen Malaga. Auf geht's, gleich mit Schmackes. Phoenix startet mit einem 9-0-Run in die Partie. Dino Gregory gibt Kniegas, seine Kollegen auch. Defense steht, zack, macht ein alter Bekannter leichte Fehler. John, I heard some guys say, oh, there's John, but he's wearing the wrong colors. How does it feel being in Hagen again? It's bittersweet. I mean, it's nice to be back. I had a great time here. I really enjoyed my stay here in Hagen. I love the fans and the people. Everyone treated us great, so it's good to be back, but it's a bummer that we played the way we did tonight. Die Hagener Fans sind mit der Leistung ihres Teams deutlich zufriedener als John Turek mit der Ludwigsburger. Aus der Distanz will es noch nicht so richtig klappen. Zum Glück steht Dino aber genau richtig und tippt ein. Ludwigsburg kommt aber immer besser ins Spiel. Dieser Trend setzt sich im zweiten Viertel fort. Die Feuervögel leisten sich Stockfehler. Ludwigsburg bedankt sich artig und schießt sich warm. Kann sich auch unterm Korb mehr Platz machen. Das Spiel kippt ein bisschen. Aber Phoenix hält dagegen, spielt mit viel Energie. Nicht nur Abe Ludwig haut sich richtig rein. Freiwürfen getroffen, dann Dank gegen auf den Ring setzt, dreimal heute im Spiel. Dann hat mir das nicht so gefallen, aber umso besser war dann die zweite Halbzeit, wo wir dann wieder die Energie gehabt haben, wo wir dann dadurch dann auch viel Selbstvertrauen hatten, auch dann gerade wieder bei den Schüssen. Dann haben wir tatsächlich auch sehr, sehr gut getroffen. Die Devise für die zweite Halbzeit lautet ganz klar: zeigen, wer am Ischeland das Sagen hat. Topscorer David Bell zeigt dann auch gleich, dass er noch weiß, wo der Korb hängt. Insgesamt macht er 22 Punkte. Nicht zuletzt, dank der besseren Dreierquote, kommt Hagen zurück ins Spiel. Es bleibt eine ganz knappe Kiste. Thank you.
know, we started off a little dry. We had to pick it up and get some energy, man. Ludersburg, you know, with the coaching change, has been a real good team as of late. And because of that, you know, we had to come out and fight. They were fighting to stay in the league, and we fighting to get in the playoffs. So it was a battle of, you know, who wanted it more. Hagen did a great job of forcing us to rush our offense as opposed to just playing the way we know how to play. And because of that, we had, I think, 22 turnovers in the game, which is way too many. In Hagen sind Gäste herzlich willkommen, aber ihr Spiel aufziehen, wie sie wollen, nee, das ist dann doch zu viel verlangt. Das geht auch gar nicht wegen des Schwindelgefühls, das sich einstellt, wenn die Feuervögel aufdrehen. David Bell. Adam Hess. Mark Doris. Das ist schon nicht mehr feierlich. Hagen hat einen richtigen Lauf und trifft schon fast beängstigend. Der Dunking von Mr. Fantastic setzt dem Ganzen die feuerrote Krone auf. Und wieder mal Partystimmung am Ischelland und wieder mal Luxusproblematik. Hat noch jemand noch nicht die Humba gemacht? Ja, Co-Trainer Steven Reed, den hatten wir noch nicht. Ein großartiger Sieg, ganz wichtig im Kampf um die Playoffs. It was a very good win and I think the coach did a great job. They were prepared good. I saw them practice, they had a nice game plan, and they played team ball. It was a great win. And some words about your son? He played great team ball. Dino, he wants to win, and if he has to rebound, score, dive on the floor, as long as they win, he'll do it. He's a warrior. He's a soldier like his dad. Jetzt haben wir das letzte von diesen fünf Spielen in den 15 Tagen in München. Und müssen gut regenerieren und uns voll darauf konzentrieren. Schließlich gehen wir da auch hin, um die Punkte nicht abzugeben, sondern wir rechnen uns auch daraus aus. Genau, runter mit den Lederbuchsen, auf dem Feld im Audi-Dom in München. Wer weiß, wohin die Reise noch führt, mit diesem großartigen Team und seinen tollen Fans.